Wir sind live. Hallo zusammen und willkommen zur letzten Ausgabe dieser Saison vom Stahlbau Nägel Live Q&A. Heute schauen wir ein bisschen hinter die Kulissen und stellen das Team hinter dem Team näher vor. Deswegen ist heute zum einen, wie versprochen, der Heiko dabei. Hallo. Und zum anderen auch unser Physiotherapeut, der Basti Däbel. Genau, vielleicht vorneweg direkt, alle hier Anwesenden sind PCR getestet und auch geimpft. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Und genau, wir wollen heute ein bisschen eure Fragen nochmal beantworten, bevor wir morgen zum letzten Mal die Saison spielen bei den Eulen Ludwigshafen, morgen um 15.30 Uhr. Und genau, wenn ihr Fragen an die beiden habt, dann stellt die wie immer und wir schauen, dass die beantwortet werden. Zuerst würde ich sagen, für alle, die euch nicht kennen, stellt euch mal kurz vor. Eigentlich müsste das, glaube ich, jedem aufmerksamen Fan bekannt sein, aber trotzdem vielleicht einfach zwei, drei Worte, was eure Aufgabe hier ist. Bitteschön. Herzlichen Dank. Ist eigentlich nicht so schwierig. Ich bin hier Physiotherapeut, gehöre damit mehr oder weniger zum Trainerteam und bin hauptberuflich beim Verein und eigentlich rund um die Uhr mit der Mannschaft unterwegs und bei der Mannschaft. Bin ich dran? Ja. Ich erteile dir das Wort. Herzlichen Dank. Also ich übernehme die Betreuertätigkeiten hier, kümmere mich also um alles, was so am Spiel dazugehört. Mache auch gleichzeitig noch die Statistik während dem Spiel für unsere Bank von Christian, der die dann abruft. Quasi, ja, noch so ein paar Dinge und ich bin dabei seit, also direkt bei der Mannschaft, denke ich jetzt so, seit knapp 15 Jahren und frisch auch habe ich eigentlich schon immer im Herz, bin seit 40 Jahren wahrscheinlich hier dabei. Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen, seit wann seid ihr bei Frisch auf? Ich habe es eben gesagt, also als kleiner Bub, ja, habe ich meinen Vater schon hierher gebracht, also das ist über 40 Jahre her. Und ich denke mal, das kann ich wirklich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, also in den letzten 40 Jahren, die Heimspiele, die ich verpasst habe, die kann man ganz sicher an einer Hand abzählen. Also das sind fast keine, weil wie gesagt, schon als kleiner Bub habe ich meinen Vater immer mit hierher gebracht und in den letzten 10, 15 Jahren bin ich sowieso dabei. Also frisch aufladen, durch und durch. Kann man so sagen. Was ja, ich bin da eher so ein bisschen reingeschmeckt. Klar, natürlich. Nicht so wie Heiko hier irgendwie groß geworden mit dem Verein, sondern einfach beruflich hier wieder in Süden zurückgekehrt und bin jetzt, das war jetzt meine vierte Saison, also seit 3 Jahren hier in Göppingen am Start. Was waren deine Stationen davor? Ich hab so ein bisschen einen Schweineweg gemacht und bin quasi über... Schweineweg? Was ist ein Schweineweg? Was ist ein Schweineweg? Ein Schweineweg ist... Also ich habe jetzt nicht in der ersten Bundesliga angefangen direkt nach meiner Physio-Ausbildung, sondern ich habe halt ganz normal als Physio gearbeitet, aber habe schon immer im Sport nebenbei was gemacht und dann waren es von irgendwelchen Leichtathletik, Jugendmeisterschaften, deutschen Meisterschaften, Oberliga, Amateursport, Handball und so weiter und so fort. Und dann irgendwann TuS Essen, zweite Bundesliga, damals zweite Bundesliga Handball, aktuelle erste Liga Handball und jetzt frisch auf. Das mit dem Schweineweg habe ich noch nicht kapiert. Ich habe mich ich bin die Treppe hochgestolpert. Ach so, okay, das heißt mal Schweineweg. Ja. Ich habe mich auch hochgearbeitet hier. War das auch ein Schweineweg? Ja, sag mal, was heißt es hochgearbeitet? Also, wie gesagt, als kleiner Bub, ja, ohne Eintrittskarte, wo ich meinen Vater schon reingeschleust habe, irgendwie da so in der Mitte gehockt. Und dann wurde ich dann natürlich älter, bin dann in den Fanclub eingetreten und habe getrommelt wie ein Wilder. Ganz klarer Fall. Ja. Und das hat dann irgendwann im Laufe der Jahre auch ein bisschen nachgelassen, aber Fan war ich immer. Ja. Und dann bin ich dann irgendwann, habe ich angefangen, an den Mannschaftsbus fahre ich halt auch noch. Also so hat das Ganze auch angefangen vor knapp 15 Jahren, dass ich den Mannschaftsbus als zweiter Mann begleitet habe quasi. Ja, und in den letzten Jahren sind dann immer mehr Aufgaben dazugekommen. So war das bei mir. Genau. So ein Schweineweg? Ja, hochgedient. Hochgedient, okay. Der Mann für alles. So. Spieltagsrenner genannt, habe ich schon gehört. Habe ich auch schon gehört. Ja. Spieltags was? Spieltagsrenner. Spieltagsrenner.
Ja. Bester Moment, Speedy Gonzales. Der beste Moment ist, wenn Heiko vor dem Spiel immer mit so einem ganzen Pack Handtücher ankommt, als ob er jetzt in den Malle-Urlaub fliegt. Und dann aber. Und die Liegestühle belegt quasi. Ja, genau. Schon mal der deutsche Urlauber. Weiße Socken an. Okay. Und dann die Liegestühle belegt. Okay. Seit Corona beschriften wir jedes Handtuch mit jeder einzelnen Nummer. Ganz genau. Auch ganz wichtig. Nichts verwischt wird und keine weiteren Kontakte oder Risiken für die Mannschaft entstehen. Ganz genau. Jedes Handtuch wird sorgfältig beschriftet von uns mit der Rückennummer. Vorbildlich. Natürlich. Sprechen wir mal noch über diese Saison aus eurer Sicht. Eine Saison, die in der Hinrunde ja, durchwachsen war, würde ich sagen. Dann zur Rückrunde einen wirklich sehr, sehr guten Lauf. 9 Spiele am Stück gewonnen. Danach jetzt eine Delle. Zum Glück jetzt das letzte Spiel wieder gewonnen. Wie habt ihr die Saison gesehen? Ja, also die Saison hat ja für mich schon wesentlich früher angefangen als jetzt für einen Fan oder für doch Heiko, klar, war natürlich auch präsent, aber die Saison war super, super lang. Das ist, glaube ich, die längste Saison irgendwie so in der Bundesliga-Geschichte. Es war eine super intensive Zeit mit ganz, ganz viel Zeit der Vorbereitung, ganz, ganz viel Planung ins Ungewisse. Wir haben eine wahnsinnig intensive Vorbereitung gemacht, die aber auch sehr, sehr, sehr wertvoll war aus meiner Sicht. Wir haben sehr angenehme neue Spieler dazu bekommen, die super gearbeitet haben von Anfang an, hatten eigentlich ab Startvorbereitung einen guten Workflow und klar, natürlich, so eine Saison hat immer jetzt als Top-2-Team immer Höhen und Tiefen. Das ist keine lineare Bewegung, die man dann hat mit nur Erfolgen. Also wäre schön, aber Sport ist halt schön, dass es auch anders ist. Aber es ist einfach super lange und ich bin froh, dass die Saison jetzt auch zu Ende geht. Und ich finde es trotzdem auch irgendwie geil, dass die Jungs das so lange durchgezogen haben. Ich habe da echt ziemlich, also ich merke selber natürlich auch, man lässt mehr Körner als in der normalen Saison und ich finde es auch Wahnsinn, dass auch Leute dann irgendwie aus dem Ausland zu uns kommen, um uns zu unterstützen, 5 Monate lang ihre Familie nicht sehen, ihre Freundinnen nicht sehen und so. Solche Sachen, die fand ich schon schön auch in der Saison. Also zwischenmenschlich hat es auch tolle Momente gegeben. Aber jetzt, glaube ich, sind wir alle froh, wenn wir morgen gewinnen und dann einfach auch mal uns 3-4 Wochen nicht sehen. Bevor wir den Heiko zu Wort kommen lassen, die Frage, die körperliche Fitness ist natürlich auch mit deiner Aufgabe der Spieler, zusammen mit Dieter Brubeck und natürlich auch Hartmut. Wie zufrieden bist du mit dem Zustand der Jungs? Also der Zustand ist so, wir haben es, also ist jetzt nichts ins Blaue hinein gesagt, irgendwie wir haben noch, ich glaube, vor zwei Wochen, 10 Tagen, nochmal einen Laktattest gemacht. Der ist durchweg positiv ausgefallen. Von der Seite her, ich finde, dass die Jungs auch in dem Bereich wirklich sehr professionell gearbeitet haben. Bis auf die eine oder andere Verletzung, die leider dazugehört. Klar, jede Verletzung ist zu viel, aber sind wir echt im Großen gut durchgekommen. Und ich glaube, das zeichnet das ganze Trainerteam auch aus und hat Mut, dass man halt einfach mit einem kleinen Kader, gerade was Belastungssteuerung angeht, schon sehr intensiv arbeiten muss und auch sehr, sehr, sehr gewissenhaft, weil die Fehler, die man 4-5 Wochen vorher macht, die werden einem nicht verziehen. Und da bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Klar, besser geht immer irgendwie, aber für das, was wir leisten konnten, für das, was die Jungs leisten konnten, war das echt top. Ja, ich denke, das hat man auch auf dem Feld gesehen, dass es auf jeden Fall nicht an der körperlichen Fitness lag, jetzt auch zuletzt, wo es vielleicht nicht so gut lief. Heiko, Tim. Wie hast du die Saison gesehen? Auch vielleicht auf deinen Bereich bezogen. Auf meinem Bereich, ja, erst zum Sportlichen, weil du sagst, es war eine durchwachsene Vorrunde, ja.
Das ist richtig, aber es hat nicht allzu viel gefehlt zu einer guten Vorrunde. Ja? Wir haben hier 3 Unentschieden gehabt, quasi, und dann nochmal was liegen lassen, denke ich. Und so kam das Durchwachsen dann zustande. Aber so ist es noch mal im Sport. Ja? Und dann im neuen Jahr sind wir natürlich super gestartet. Ja? Mit 19:1 Punkte und plötzlich waren wir Fünfter. Ja? Das hat sich natürlich alles wunderbar angefühlt, logischerweise, aber jeder kennt es im Sport. Ja? Und dann hat sich das leider gedreht, obwohl die Jungs, die haben Gas gegeben ohne Ende. Ich habe das ja auch miterlebt, auch im Training und so. Die Jungs haben wirklich alles gegeben. Ja, und jetzt kam natürlich die gleiche Serie, bloß leider andersrum, so ungefähr quasi. Und jetzt sind wir Achter. So schlecht ist das nicht, wie es von vielen dargestellt wird, bin ich der Meinung. Wir haben morgen noch die Chance, gut, brauchen ein bisschen Schützenhilfe und selber gewinnen, das machen wir. Auf Platz 7 eben, ja, und ganz so schlecht sehe ich die Runde nicht. Basti hat es jetzt ja auch schon gesagt, also die Runde war verdammt lang, verdammt ungewöhnlich auch, logischerweise durch die ganzen Umstände. Das war nicht einfach für keinen, es sind alle leer und wir schließen das jetzt morgen positiv mit dem Sieg ab und dann schauen wir. Das ging ja noch was, klar. Was da dann rumkommt morgen, ja. Ob wir da noch einen Platz klettern können in der Tabelle oder nicht. Das klingt doch nach einem Plan, morgen nochmal einen Sieg einzufahren, würde ich sagen. Genau. Gut, dann würde ich sagen. Dass du die Klimaanlage mal anschalten könntest. Ja, hier ist es super warm drin. Wir sitzen in der Loge in der EWS Arena und das ist wirklich unfassbar heiß. Also. Ja, wir schauen mal, wie schnell wir heute durchkommen. Wenn ihr Fragen an die beiden habt, wie immer gerne in die Kommentare stellen, dann werden wir die beantworten. Im Vorhinein sind auch schon ein paar eingegangen und ich habe mir auch ein paar tolle überlegt, finde ich zumindest. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit jemandem, den ihr beiden, glaube ich, kennen müsstet. Okay. Sein Name ist auf Instagram Hermansson41. Oh, yeah. Ich muss mich zurücklehnen. Der Till fragt, warum seht ihr beide so gut aus? Weil wir es können. Ich bin Heiko nicht hinzuzufügen. Till, wir können das, was du nicht kannst, quasi, weil wir es können. Entschuldigung, vielleicht ist auch ein kleiner Insider, muss man sagen. Haben wir das geklärt? Michael sagt, gebt den beiden noch mal bitte ein Bier zum Anstoßen. Tja. Guter Plan, Michael. Das war aber die Ansage an dich. Sehr guter Plan. Gebt den beiden mal ein Bier zum Anstoßen. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Vielleicht nach dem Stahlbau und Nägel Live Q&A ein Kaiserbier? Ein Kaiserbier? Ja, es ist eine schlechte Organisation. Ich wollte gerade sagen, Tim schlecht vorbereitet einfach. Es tut mir leid. Beschweren. Ja, wirklich. Ja. Ich gelobe besser. Irgendwas läuft da falsch. Keine Klimaanlage. Kein Bierchen. So. Wichtige Frage an Dattel. Daniel U. fragt, warum hast du denn den Mega-Porno-Schnorres abrasiert? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Die kann ich auch beantworten. Aber die Frage war ja an dich. Das können wir machen. Willst du immer meine Fragen beantworten? Ja, ich will. Ja, aber sag erstmal du. Heiko, ich sag nicht den so wahren Grund. Ja? Ich sag erstmal du und ich sag dann den wahren Grund. Ganz kurz, Aki sagt, Bier steht in der Kabine. Aki, du bist der Getränkewart. Genau. Aber komm mal. Es ist halt Kabine, kein Kühlschrank. Ja, das ist blöd. 35 Grad ja. Hier oben drin ist halt. Gib mal ein Handtuch mit Nummer oder so. Ich habe den Schnauz irgendwann abrasiert, weil. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Er hatte keinen Bock mehr, gemobbt zu werden. Ja, das war der Hauptgrund, ja. Ich fand, das sah überragend aus. Ich probiere ja immer, das nachzumachen mit meinem Schnurrbart, aber da komme ich nicht dran. Da wächst gar nichts. Das ist jetzt auch eine Lüge, aber... Da wächst nichts. Ja. Wie bei Aki. Oh. Oder Till. Oder Till. Oder Till. Jungs, sag mal. Oder Heimann. Oder Heimann. Heimann hat ja auf dem Fotoshooting-Bild Bartansatz zumindest. Angeklebt.
angeklebt. Streubart. Von Jakob ausgeliehen. Angeklebt. Jakob abrasiert bei Basti. Ja. Okay. Dann, wichtige Frage, da ich Basti jetzt auch schon Dattel genannt habe. Woher kommt der Spitzname Dattel? Der kommt aus Norwegen, richtig? Finnland? Arendal oder Riedenbeki Cox. Norwegen oder Finnland? Weiß nicht. Norwegen vielleicht oder eher Finnland. Norwegen. Oder Finnland. Hauptsache, oh gut, da war es kalt. Auf jeden Fall war es kalt. Hauptsache kalt. Genau. Hauptsache kalt. Auf jeden Fall war es kalt. Kalt. Ja. Und da hat der Heimsprecher Sebastian Dattel gesagt. Und dann... Sebastian Dattel! War es aber damit okay. Aber eigentlich war dann Dattel im Speckmantel. Richtig. Weil ich zu der Zeit auch ein bisschen angefettet war. So. Und dann... Zu der Zeit... Hieß ich bei... Ja, jetzt noch... Nicht mehr. Ja, auch wieder ein bisschen Corona. Corona-Speck. Und dann war ich Dattel im Speckmantel und seitdem Dattel. Luigi sagt auch Dattlinger. Ist auch, so ein bisschen auch ein bisschen gemein. Der Heimsprecher hat mehrere Namen falsch ausgesprochen, muss man sagen. Stimmt. Nicht, er war nicht der Einzige. Da ist der Däbel, ja. Ja, und da ist Dattel rausgekommen. Der Heimsprecher hat wirklich Schwierigkeiten mit dem deutschen Namen gehabt, aber ich glaube, wir haben auch Schwierigkeiten mit dem norwegischen Namen gehabt. Also von daher, wer bei uns irgendwie das Gleiche rauskommen ist. Oder unser Markus Heider hat hier wahrscheinlich dann die Namen auch komplett falsch ausgesprochen und die haben jetzt auch lauter Spitznamen da oben. Karl-Heinz, bleibt Karl-Heinz. Karl-Heinz. Oder so. Hm? Ja, kann sein. Kann sein. Karl-Heinz, typisch norwegischer Name. Karl-Heinz. Ganz dick. Ja, vielleicht auf Vornamen gehen in Zukunft. Ja. Ja, da muss man aber mal sagen, ganz kurz, Dattel ist natürlich jetzt alles andere als schlecht in Form, weil wir natürlich vor jedem Auswärtsspiel schön laufen gehen. Zuerst Heiko und Hartmut, Laufgruppe 6.30 Uhr. Danach Laufgruppe Sebastian Däbel, Christian Schöne, Tim Dichiser, 7.30 Uhr. Später aufstehen. Ab und nicht, sind die Frühaufsteher und die gehen 6.30 Uhr raus auf die Bahn. Räumen alles mal frei für die Jungs. Und ja, so läuft es. Ja. Ja. Tim, beste Laufstrecke dieses Jahr. Sag was. Ich will, glaube ich, fast sagen Magdeburg. Magdeburg fand ich sehr schön. Wo du überrundet wurdest. War schon an der Elbinsel. Ja. Ja, wir sind andersrum gelaufen. Wir sind da sicher hingekommen. Ja, ganz genau. Wir sind da an der Kirche vorbeigelaufen und dann am Magdeburg-Elbinsel. Da irgendwie darüber sind wir gelaufen. Ja, das ist, und Leipzig war auch gut. Leipzig war auch gut. Stimmt. Was war denn euer. Das für euch beste Spiel dieses Jahr, diese Saison. Dieses Jahr. All-Time kommt auch noch. Also ich würde sagen, zu Jahresbeginn mit unserer Serie von 18:0 oder von mir aus 19:1, da waren schon ein paar geile Spiele dabei, würde ich sagen. Die beiden Rhein-Neckar-Löwen-Spiele, also hier und bei den Löwen, denke ich, das waren schon so Highlights, ja. Und auch das Berlin-Spiel hier, ich denke, da haben wir schon alles reingehauen. Ich denke, die Spiele kann man hier auf jeden Fall nennen, weil es ja auch, sage ich jetzt mal, Berlin Top-Team ist. Ja, und Rhein-Neckar-Löwen ja auch nicht ganz schlecht. Und da gewinnt man auch nicht alle Tage. Und eins möchte ich nur sagen, in Wetzlar haben wir auch gewonnen. Ja, das darf man nicht unterschätzen, weil ich kann mich an den letzten Sieg in Wetzlar nicht erinnern, also okay. Vor dem jetzigen. Ja, also es muss wahrscheinlich 10 Jahre oder so her sein mit wahrscheinlich Velimir Petkovic oder so. Ja, also ist auf jeden Fall ewig her. Und deswegen war das für mich auch so ein Mini-Highlight, dass man endlich mal in Wetzlar gewinnen kann. Ja, und klar, da haben wir, das war doch der Basso, nein, war nicht der Basso-Bieter, aber das war in der letzten Sekunde, oder? Von Basti? Ja, auch ein Basti-Bieter. So, aufs leere Tor. Basti-Bieter. Basti-Bieter. Ja, ganz genau. Hat mir gut gefallen, würde ich sagen. So, diese Spiele haben wir. Ja. Also es gibt ein paar, ja, aber ich fand, wie kann man nennen? Also ich fand Wetzlar das beste, also den schönsten Sieg, weil es einfach, was für mich persönlich kein Glück war, sondern weil die Jungs halt vorher ausgemacht hatten, also ich glaube es war 7 gegen 6, ja. Wir haben Wetzlar 7 gegen 6 gegen uns gespielt, ja. Und es war klar ausgemacht, egal, wenn wir noch einen Wurf kriegen, dann sofort schnell in Mitte.
Und deswegen fand ich, hat es nichts, für mich nichts mit Glück zu tun, und deswegen fand ich das eigentlich den geilsten Sieg. So klar, natürlich, Rhein-Neckar-Löwen gewinnst du logischerweise auch nicht jeden Tag, da war aber ja, für meine Gefühle schon relativ viel Glück da mit dabei. Aber hast du die Hände reingehämmert? Fertig, genau. Zack, komm. Aber das andere fand ich schöner, weil die Jungs so gut zusammengearbeitet haben und auch irgendwie einen Plan hatten, der aufging. Deswegen fand ich das für mich am coolsten. Ja. Da hat Uwe auch einfach super schnell geschaltet, muss man sagen. Tor bekommen, sofort nach vorne. Haben wir auch gesagt, eine Auszeit, oder? Ja. Wir hatten dann eine Auszeit und da war klare Anweisung, ganz egal was passiert, Uwe, Ball, Feuer ihn raus, sofort. Und dann guck mal, wir wussten ja, dass das Tor leer ist. Und ich denke, wir hatten die Auszeit kurz davor, beziehungsweise Wetzlar hat die gehabt. Wetzlar hatte die Auszeit logischerweise, die waren ja im Ballbesitz und haben das ganz klipp und klar gesagt, klare Anweisung, Uhr, pass auf und dann sofort. Einer vor und dann guck mal, das Tor wird noch leer sein, so schnell sind die nicht. Ja, haben sie gut gemacht. Plan ist aufgegangen. Ja. Deckel drauf. Ich muss sagen, ich glaube, ich fand tatsächlich das geilste Spiel, das gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo wir dort gewonnen haben. Das war schon echt mega, dieser Buzzer-Beater. Ich saß ja hinterm Tor, der aufmerksame Sky-Zuschauer hat mich jubeln sehen. Das war Wahnsinn, mit wie viel Speed der Ball da oben im Eck eingeschlagen ist. War wirklich sehr cool. Mit Zuschauern. Ja, Palika sucht heute noch den Ball. Ja, mit Zuschauern, das glaube ich, wirklich explodiert. Hat keine Reaktion gehabt, logischerweise. Ja, das war einfach so 140 km/h von Basti, das Ding da oben rein eingeschlagen. Und das haben uns auch verdient, den Sieg. Ja, das war jetzt auch nicht bloß Glück. Ja. Aber wir hatten in dem Spiel ja auch ganz, ganz, ganz gute Phasen, waren weit vorne in dem Spiel. Ja, und 8 Tore, glaube ich. Ja, so sieht es aus. Und dass es aber bei so einem Top-Team dann nochmal eng wird irgendwann, ist auch klar. Ja, ähnlich wie hier gegen Flensburg. Das war natürlich, das haben wir jetzt ganz vergessen, das Spiel hier gegen Flensburg. Also, das fand ich auch mal also erwähnenswert. Ja. Ich denke, wir haben schon einige Highlights hier abgeliefert dieses Jahr. Bin ich da rein, oder? So, jetzt haben wir uns schon ein bisschen verquatscht. Ich habe noch ein paar Fragen und es sind tatsächlich auch einige reingekommen jetzt. Wir fangen mal an. Ist gefährlich, oder? Nee, alles gut bis jetzt. Super Bayern Franz fragt, wo geht es für euch hin im Urlaub, der jetzt bald ansteht? Mallorca. Überraschung. Also eine ganz große Überraschung bei mir. Ich bin sehr gerne auf Mallorca. Ich habe nichts mit dem Ballermann zu tun. Übrigens möchte ich sagen, den gibt es sowieso in der Form nicht mehr. Aber ich liebe die Insel, ich kenne da auch alles und ich gehe da immer wieder gerne hin und das ist mein Ding. Du hast ja auch deinen eigenen Palast da. Ja, ein bisschen Palast, ja, schon ein Palast. König von Mallorca. Okay, König von Mallorca, ja. Betrittst du deinen Palast über den Ost- oder den Westflügel? Dazu möchte ich nichts sagen. Okay. Basti, wo gehst du hin? Ich fahre... Für mich geht es eher darum, viele Leute zu treffen, die ich schon lange nicht mehr getroffen habe. Und ja, werde nicht großartig irgendwo hinfliegen, sondern ich versuche auch mal alles irgendwie aufzuarbeiten jetzt in meinem Urlaub, was die letzten Wochen und Monate liegen geblieben ist. Aber ich freue mich schon ganz, ganz arg, irgendwie ein paar Leute mal wieder zu sehen. Und ansonsten geht es viel Zeit mit den Kindern verbringen. Das ist Urlaub genug. Und den Hasen. Ja, um die Hasen. Du musst ja auch um die Hasen kümmern. Ich muss mich um meine Katze kümmern, ja, um die Hasen. Ich um die Hasen. Ja? Nee, ja. Die sind nicht so. Achso, nee, ist doch. Die sind so. Ja. So. Oh, Schlappohren. Ja, war in die Arme. Die Frage von Baumann beantworten wir ganz am Ende. Dranbleiben lohnt sich. Nadino2409 fragt, die Frage geht an Dattel, wer pinst denn am meisten während einer Behandlung? Das ist so ein bisschen Weichei. Wer pinselt am meisten während einer Behandlung? Boah, das ist eine gute Frage. Darf ich kurz mal fragen, wie war das auf Pinst? Pinst. Was ist denn das für ein Wort? Ich bin Schwabe. Das ist nicht Schwäbisch. Umpinzen. Was ist das? Jammern. Ja. Leiden. Ja, das habe ich kapiert jetzt. Aber wo kommt das Wort her? Google. Duden. Duden. Pinst. Ich weiß nicht, ob Pinsen. Steht es da so? Oder ja, da steht Pinsen. Ist ja egal. Also. Ja. Nein, das muss geklärt werden. Also. Wer ist am wehleidigsten während einer Behandlung? Okay. Fällt mir ehrlich gesagt gar keiner ein. Ha. Fällt mir. Ja, spontan würde ich Crescho sagen. Crescho, bitte, schau zu. Crescho, tut mir leid.
Spontan würde ich gerne sagen. Wir lassen es so stehen. Der Fladi grüßt euch beiden. Fladi, bis morgen. Die Antje Dittel fragt, wer hat eigentlich wen im Griff bei euch? Ihr die Jungs oder die Jungs euch? Ja, das ist eine gute Frage. Ganz klar, wir. Also wir versuchen es zumindest, die Jungs in den Griff zu kommen, sie einzufangen. Aber die machen auch ganz gut mit, würde ich sagen. Also das funktioniert. Nicht immer jetzt, aber fast immer quasi. Ja, also, im Griff. Schützkasten im Griff. Im Griff, ja. Oh, weiß nicht. Genau. Das ist völlig entspannt. Es hat jeder seinen klaren Bereich. Und ja, nach meiner Aussage gerade hat wahrscheinlich Kirsch und mich morgen relativ schnell im Griff. Oder aber andere Griff wird das sein. Ich glaube, der guckt auch zu. Der hat mich vorher noch angerufen. Ich glaube, der guckt zu. Also. Ja, Crescher, schreib was. Crescher, schreib was. Ah, Crescher. An Heiko soll ich Grüße ausrichten von Fixi Hartmann. Ah, danke. Viele Grüße zurück an Fixi. Freut mich. Grüße. So, jetzt wichtige Frage an Heiko. Hey. Wer rennt schneller? Dattel oder Andi Bickelhaupt? Die Frage geht echt an mich, oder? Weil jetzt ist er gleich anders. Also Andi ist natürlich der absolute Blitz, muss man sagen. Ja? Also Andi ist in der Regel schon dein behandelnden Spieler und da hat er noch gar nicht gemerkt, dass du behandeln musst, oder? So ja, ungefähr. Also Andi ist da schon wahnsinnig schnell, quasi manchmal vielleicht auch einen Tick zu schnell, weil man darf das Feld erst betreten, wenn der Schiedsrichter winkt, aber der Andi, der ist da schon am Start und so und der Dattel ganz routiniert. Läuft dann mal hinterher, sagen wir, wenn der Doc als erstes da ist, also dann ist es ja, glaube ich, in Ordnung. Also ganz klar 100 Punkte für Andi Bickelhaupt. Also da haben wir auf 100 Meter haben wir da 5,3 Sekunden oder so. Ja. Also, ja. Also der hat 400 PS an. Usain Bickelhaupt. Ja, Usain Bickelhaupt gibt alles, weiß ich. Genau, also wer ihn nicht kennt, natürlich Andi Bickelhaupt, der Mannschaftsarzt. Der ist auch deutlich kleiner, weniger Luftwiderstand und dann geht's ab. Ja. Ganz normal. Also, stimmt. Ja. Von außen betrachtet muss ich ja auch zustimmen, der Andi, der prescht da immer vor. Da sieht der Dattel echt ein bisschen alter gegen aus. Ja, eher die Taktik, dass, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit lässt, dass sich vielleicht das Problem von alleine löst. Unter Umständen. Ja, Andi löst sie doch selber. Ist auch gut. So, jetzt eine Frage, die ist natürlich wichtig. Die stellen wir jedem Spieler, aber die will ich auch euch stellen. Liebe Grüße an Aki. Welches Ritual habt ihr vor dem Spiel oder habt ihr überhaupt ein Ritual vor dem Spiel? Küsse im Pfosten. Ja. Da war was. Küsse im Pfosten, da war Aki, oder? In Flensburg, oder? Bei dem Live-Q&A. Ja, doch. Ja, ich kann mich erinnern. Weil normalerweise sitze ich auf der anderen Seite in deiner Position. Ist ja ein bisschen ungewohnt, dass du halt hier sitzt. Ritual vor dem Spiel. Was ist das Ritual vor dem Spiel? Was war das denn? Was haben wir denn? Wir haben ja schon immer den gleichen Ablauf, bevor wir dann rausgehen und so. Ritual vor dem Spiel. Also ich rauche auf jeden Fall noch eine. Ich bin ein bekennender Raucher. Wenn man das dann als Ritual nennen darf, das mache ich dann auf jeden Fall. Aber sonst irgendwas, weiß ich nicht. Das ist das Schlechteste. Ja, das ist das. Ich jemals ja, wie steht das so? Er trinkt ein Bier vor? Nein. Schließt die Kabine ab, ein Ritual oder sonst, oder? Ja, wir haben kein Ritual, wir arbeiten ja da so. Genau, wir sind ja da quasi am Start. Aber vielleicht küssen wir morgen mal den Pfosten. Sollen wir mal probieren? Machen wir. Vielleicht wir küssen morgen den Pfosten. Mit Aki. Zu dritt. Und du machst ein Foto. Ich mach ein Foto. Und du ladest es hoch. Ja. Ist geplant. Hier das versprochene Pfostenknutschen findet ihr morgen in der Story. So. So. Machen wir. Was lassen wir hier ein, du? Wir haben hier, ganz viele Freunde, die euch grüßen wollen. Zum einen Fonny89. Fonny. Ihr zwei Pappnasen, sagt er. Sagt er ja. Fonny, danke. Okay. Ich entziehe dir alles, du weißt, was ich gemeint habe. Uwe Hettenbach, kennt ihr vielleicht? Kenn ich, ja. Ja, dann ist es an dich gerichtet. Du Schnitte. Duschschnitte? Eine Duschschnitte. Er hat nur Schnitte geschrieben. Welche Schnitte? Okay. Mai
Heikel lädt dich ein, ein Bier in Nürnberg zu trinken. Das ist eine gute Idee. Das werde ich wahrscheinlich auch in Angriff nehmen. Ich melde mich die Tage bei dir. Und Lebkuchen auch, oder? Nürnberger Lebkuchen, oder? Ja, das ist ein bisschen schön jetzt im Urlaub. Egal, in Nürnberg gehört ein Lebkuchen dazu. So, aber jetzt im Sommer? Egal, sind vielleicht eingefroren. Aki meldet sich zu Wort. Er sagt, der Pfosten ist seiner. Ja, wir nehmen einen anderen. Gibt ja eigentlich anderen. Immer zwei Tore in einer Halle. Ja. Auch bei den Eulen. Nee. So. Es sind vier Pfosten. Vollpfosten. Vier Vollpfosten. Nochmal Vollpfosten. Die Antje Dittel fragt, wer ist bei Auswärtsfahrten der größte Chaot? Von uns beiden, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Ich glaube nicht an von euch beiden, sondern eher von den Jungs. Businsassen. Ja. Ich würde einfach ganz klar sagen, unser Busfahrer. Okay. Hast du gehabt gedacht, du? Ich hab jetzt gedacht, jetzt wird nicht gelernt. Der guckt gerade auch zu. Und der Fladdy ist natürlich ein Wahnsinnstyp. Aber schon ein bisschen ein Chaot. Aber ein wahnsinnsgeiler Typ. Fladdy. Was heißt, hat ja mit Auswärtsfahrten eigentlich nichts zu tun. Also wir haben schon ein paar Chaoten da. Aber du hast das jetzt beim Crescho verschatzt, also kannst du jetzt noch ein bisschen weitermachen. Crescho ist kein Chaot. Kein Chaot. Nee, du hast mit was anderem verschatzt, aber jetzt sind schon mal ein paar Chaoten, ne? Jetzt also einen Tag vor Rundenende kann man das ja mal machen, ja, also, oder? Da kann man ja mal raus haben, da hast du nicht mehr viel zu befürchten. Der größte Chaot. Würde ich schon sagen. Ich finde Revi einen geilen Chaoten. Der Revi? Ja. Ich tendiere da eher zu Till Hermann. Liebe Grüße. Till, du weißt, wie es gemeint ist. Aber du weißt auch, dass ich recht habe. So, jetzt schaue ich mal auf meine Liste, was ich noch habe. So, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Was ist denn das für euch beste oder prägendste Frisch aufs Spiel oder Erlebnis bisher? Bei Heiko wird es in den vielen Jahren wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, was zu finden. Wow. Vielleicht fängt Basti dann an. Ja, ich brauche länger. Ja. Oh, das... Also ich, für mich, das beste Frische auf Spiel oder der größte Sieg und den ich emotional am schönsten fand, war ganz klar der Sieg in Magdeburg in einer komplett ausverkauften Halle, die eskaliert ist und das ist für mich, war für mich der schönste Sieg, so, den wir eingefahren haben. Das war vor. Ich wollte gerade fragen, war das in der Corona-Saison vielleicht sogar? Nee, das war eine Woche, bevor wir gegen Magdeburg im Pokal mit 10 rausgefahren sind. Eine Woche später haben wir im Pokal ein bisschen Probleme bekommen. Ja. In Magdeburg. Vor meiner Zeit. Ja. Und okay, soll ich anfangen? Also ich habe echt wirklich alles erlebt. Ja, also angefangen 1980 logischerweise mit Jurek Klempel. Ja, die älteren Zuschauer hier, die kennen den noch. Also für mich, das war damals wie so ein Idol für mich. Ja, leider verstorben mittlerweile. Polnischer Handballnationalspieler kam dann hier nach Göppingen. Es war ein Idol. Also er hat in jedem Spiel 15 Tore gemacht. Das Spiel war nicht unbedingt schön. Ja, also gab es damals noch so eine Drei-Mann-Mauer. Klempel, Tor, fertig. Ja, so lief es da die ganze Zeit. Und dann kamen so Geschichten dazu wie Zwangsabstieg. Ja, weil gerade so ein Jurek Klempel hier als Profi lief und das war damals nicht erlaubt. Und dann kam das irgendwie raus, so Zeitungsartikel, damals war nur Amateurstatus erlaubt. Dann ging es runter, ein Jahr später ging es dann wieder hoch in die erste Liga. Ein paar Jahre später kam dann der wirkliche Absturz, sage ich jetzt mal. Der Abstieg in die zweite Liga müsste vielleicht 89 gewesen sein, bevor wir dann 2000 wieder aufgestiegen sind in die erste Liga. Und also ich habe da wirklich alles komplett mitgemacht bei der ganzen Geschichte. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Geschichten und bin da wirklich verwurzelt. Und für mich das tollste Erlebnis sind natürlich die vier Europapokaltitel. Ja? Weil da war ich überall dann live dabei. Habe ich zu Hause dann auch die Goldmedaillen und wir waren auf dem Rathausbalkon da unten in der Stadt. Und das waren einfach hammer geile Erlebnisse. Ja, der erste Titel dann 2011, 10, 11, nach 40 Jahren, der erste Europapokaltitel. Der zweite dann hinterhergeschoben, ein Jahr später war dann hier in eigener Halle.
dann 16 in Norden und 17 hier wieder. Also das waren Erlebnisse, das werde ich nie vergessen in meinem ganzen Leben. Das war einfach, das war das Größte quasi. Ja. Und ja. Unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Eine deutsche Meisterschaft kann es natürlich toppen oder so. Ja, oder deutsche Pokale oder sonst irgendwas. Aber das sind so meine absoluten Highlights, die Europapokaltitel. Das war also wirklich, wirklich geil. Vor allem, weil die auch doch einigermaßen überraschend war, sage ich jetzt mal. Ja, 16 und 17 in Nantes gewinnt er erstmal das Ding, ja, auswärts quasi gegen die Heimmannschaft Nantes dann. Und auch hier, ja, haben wir Magdeburg und Berlin geschlagen. Magdeburg kam hierher, Halbfinale, kann mich erinnern, Magdeburg 22 Spiele umgeschlagen und wir haben die dominiert einfach. Ja. Und im Finale Berlin haben wir genauso dominiert quasi. Ja. Bei Berlin hat damals übrigens Krasimir Kozina gespielt. Ich muss bloß nochmal so sagen, Gresho, ja. Das ist so eine Geschichte, die hört er nicht so gern. Ja. Ich erzähle es ihm aber so 12 bis 14 Mal im Jahr ungefähr. Ich will nur daran erinnern, Gresho, weißt du, was damals gesagt hat? Ja, Gresho, tut mir wirklich leid, aber ja, also, so, das kommt vor, Gresho. Nee, aber das sind so meine größten Erlebnisse, ganz klar, die Europapokalsiege. Ja. Und schauen wir mal, was in Zukunft kommt. Ja. Können wir gerne nachlegen, habe ich nichts dagegen. Ich glaube, da hat niemand was dagegen. So, Super Bayern Franz fragt nochmal: Schaut ihr euch eigentlich auch die Fußball-EM an, wenn zeitlich möglich? Nein. Ja, also Deutschland spiele schon oder ich zerpe am Abend mal rein, aber Prinzip, also eigentlich interessiert es mich jetzt nicht so, muss ich gestehen. Außer natürlich Deutschland-Spiele, aber der Rest. Geht mir ganz genauso, die Deutschlandspiele auf jeden Fall, ganz klarer Fall, da bin ich auch heiß drauf, da bin ich schon ein bisschen so im Fieber, wobei es dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen anders ist. So. In den letzten Jahren irgendwie hat man so einem großen Turnier ordentlich irgendwie entgegengefiebert, das war dieses Mal nicht so, plötzlich war das Turnier da, irgendwie fast gar nicht so mitbekommen, irgendwie im Vorfeld, plötzlich ging es los, aber jetzt, ich bin jetzt schon im Fieber so. Also und freue mich auf Dienstag, auf das Achtelfinale hier gegen England. Schauen wir mal, ja, wo es hingeht für die deutsche Mannschaft. Und alle anderen, also ich arbeite ja auch noch ein bisschen nebenher. Für die anderen Spiele habe ich jetzt nicht allzu viel Interesse. Das kann sich jetzt aber ändern, wenn es dann mal Richtung Achtel, Viertel oder Halbfinale geht. Ich meine, das sind dann schon knackige Spiele. Da kann es ja schon sein, dass man mal reinzappt. Sie. So, wie sieht's aus mit eurer Motivation? Jetzt sind wir schon 38 Minuten live. Ich hätte noch ein paar Fragen. Kein Problem. Kein Problem. Wir warten ja noch auf Aki, er wollte ja das Bier bringen. Ja, oder? Genau, wir warten immer noch. Der Getränkewart, also klappt nicht so. Er wohnt Getränke ja auch in Hallennähe. Ja. Also, wenn er ein Kerle wäre, wäre er schon längst da. Ja. Aki, Getränkewart. Wenn er ein Kerle wäre, wäre er schon längst da. Wo ist eigentlich der Kerle? Wo ist der Kerle? Wo ist Max? Wo ist eigentlich der Kerle? Wo ist Max? So, worüber sprecht ihr beiden so auf der Bank und wer ist vielleicht der beste Crash-Talker im Team? Worüber sprechen wir auf der Bank? Naja, prinzipiell fragt Heiko eigentlich ständig nach, was passiert ist, dass er das irgendwie in seine Statistik noch nachtragen kann. So ein bisschen Koordinationsprobleme, was du dann, der helfe ich ihm natürlich gern. Deswegen laufe ich auch immer so spät los, wenn er nicht. Worüber sprechen wir? Ja, wir sprechen über ganz normale Spielszenen, eigentlich über das Spiel, so logischerweise. Oder wenn irgendwie irgendwas akut zu tun ist, sprechen wir da logischerweise auch drüber. Ja, Trash Talk. Ja, da gibt es schon so ein paar Sachen, die man schon ab und zu mal los wird, aber ich würde sagen, es hält sich in Grenzen. Ja, dieses Jahr muss es sich in Grenzen halten, weil die Halle natürlich relativ leise ist. Ja, ist sehr gefährlich, weil auch dieses Mikrofon, das wir in den Auszeiten mit reinnehmen, ständig neben uns steht. Ja? Ich glaube, die hören uns auch ab. Ich glaube, dass das immer offen ist und dass das der Markus Götz immer auf dem Ohr hat, was wir da quatschen. Ich glaube auch.
Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Angriff. Ich habe aber auch allgemein gehört, dass das Betreuerteam bei Frisch auf, dass das schon das öfteren Mal auffällig geworden ist und eine gelbe Karte sich abgeholt hat. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das Betreuerteam, sondern der Physio wurde schon ermahnt, und zwar lautstark. Lautstark. Lautstark in der leeren Flensburger, wie heißt sie? Flens Arena, wohl heißt sie. Und das gilt auch für euren Physio. Das stimmt. Ja. Und zwar von den Schiedsrichtern des Jahres. Ja. Kam ich, bin immer noch schockiert. Gratulation. Ich war ruhig, Ich bin immer noch schockiert, dass ich da. Ich kann es mir. Das muss was Persönliches gewesen sein. Das gilt auch für euren Physio. Damit genau. War nicht ich gemeint, weil ich war. Tirol selbst, wie immer. Ja, das stimmt. Ich wurde ermahnt, wobei ich gestehen muss, der Pfiff war einfach scheiße. Das muss er halt auch wissen. So. Und wenn er die Halle leer ist, dann, wenn die Halle voll gewesen wäre, dann wäre der Pfiff auch scheiße gewesen. Er hätte es halt nicht gehört. Er hat es halt nicht gehört. Also es war schon okay. Ich wollte ihn animieren dazu, den Fehler vielleicht nächstes Mal nicht mehr zu machen. So. Also eigentlich helfen. Und du weißt, wenn du dir eine gelbe Karte auf der Bank abholst, ist toll. Aber habe ich nicht. Nein. Die gelbe Karte ist ja von den Trainer bestimmt auch. Die soll sich ja der Trainer abholen. Wir nehmen dann eher die 2 Minuten. Dann. Ja, genau. Die dann nee, also da sind wir bisher frei. Aber ja, 2 Minuten gegen zusammen, die Bank, das wird doch bestimmt sehr teuer. Oder? Das ist ganz schlecht. Das könnte dann auch direkt einen Einfluss aufs Spiel haben, wenn es dumm läuft. Ja, so eine gelbe Karte tut dann in der Regel nicht weh. Also ich sag mal, das sollte uns hier rechts außen auf der Bank nicht passieren. Ja, sage ich jetzt mal. Also da halten wir uns schon so weit zurück, dass das hoffentlich nicht passiert. Aber es ist schon frisch auf Betreuer passiert. Peter Heinrich ist es schon passiert. Ja, und zwar in, wenn mich nicht alles täuscht, in Nürnberg gegen Erlangen. Ja, vielleicht war es auch in Leipzig. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, weil die Hallen sind so ein bisschen ähnlich. Jedenfalls hat da der Peter Heinrich bei irgendeiner Aktion ist er da gesessen hat mit dem Kopf geschüttelt, also wirklich so. Und der Schiedsrichter, Moment mal, Timeout. Und Peter Heinrich, gerne, weil er. Der hat die Welt nicht mehr verstanden, ja? Der Peter. Ist aber passiert. Vielleicht schaut er ja zu. Weiß nicht ganz jetzt, der Peter, wenn ja. Hallo Peter. Peter hat auf jeden Fall so eine Fähigkeit gehabt, die Schiedsrichter mit seinen Blicken zu zerstören. Ja, ganz genau. Also das war schon, das war so sein. Ja, ich find immer am besten, wenn man dem Schiedsrichter die Hand gibt, zum Hallo sagen und gleichzeitig mit dem Kopf schüttelt. Ja. Das ist motorisch auch gar nicht einfach, wirklich. Also die Hand schütteln, die Hand schütteln und mit dem Kopf schütteln ist motorisch wirklich nicht einfach. Quasi. Ja. Aber ich möchte mal hier, wenn es jetzt gerade ein bisschen auf Schiedsrichter geht, Leute, ich bin ja selber auch Schiedsrichter zumindest gewesen, ich habe meine Karriere beendet, kam dann auch bis zur Württemberg-Liga, habe das aber mal bleiben lassen. Ich möchte die Schiedsrichter auch ein bisschen in Schutz nehmen, ja? Also nicht, dass ein falsches Bild oder so entsteht quasi, ja? Weil die haben einen brutalen Job einfach, ja, und haben sie sich den natürlich auch rausgesucht, das weiß ich nur zu gut, auch klar, aber ich glaube, wir haben es gestern oder am Donnerstag auch schon gesprochen hier, die hatten genau die gleich harte, lange Runde wie wir alle, die arbeiten ja noch nebenher, müssen Urlaub nehmen, nehmen da ein. Ja, die arbeiten und pfeifen nicht mehr. Ja, die Summe ist nur dann, die haben einen Pfeifen nicht mehr. Und egal, mit wem man da von den Schiedsrichtern spricht, die sind genauso fertig und leer und das ganze Corona und immer Tests vor jedem Spiel, was die ja auch noch selber organisieren müssen, logischerweise. Ja. Ja, die müssen sich ja da irgendwo beim Arzt eintreffen, einfinden und sich testen lassen. Und dann schwierig, dürfen nicht mit der Bahn anreisen, weil es der DHB verboten hat, müssen alles mit dem Auto machen, dürfen nicht mit dem Flieger kommen. Ja, da kommen ja Schiedsrichter aus Hamburg hier runter. Nix Bahn, alles mit dem Auto dieses Jahr. Die sind auch kaputt. Und dass da Fehler passieren, ist doch klar. Aber es werden auch in Zukunft von Corona vorbei ist auch Fehler passieren von Schiedsrichtern. Und das sind auch nur Menschen, ja, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich habe da Respekt vor Schiris. Also wie gesagt, ich bin ja selber auch Schiedsrichter. Über 20 Jahre gewesen. Ich weiß, wie es ist. Und die Schiedsrichter wissen das auch übrigens selber, wenn sie scheiße waren. Ja, also da ging mir auch so, gehst du in die Kabine und schmeißt du die Pfeife in die Ecke. Und du weißt einfach, dass du schlecht warst. Ja, und dann kommt der Trainer und sagt es dir nochmal. Sag ich, ja, ich weiß, brauchst du mir gar nicht sagen. Also. Aber in dem Zusammenhang will ich sagen, dass in der Aktion sogar 2 Fehler waren. Also A, war der Pfiff nicht gut. In Flensburg. Ja. Muss ich recht verraten. Und, oh nein, und der nächste Fehler war, dass er mich ermahnt hat. Also, weil ich einfach einer von 10 Leuten auf der Bank war, geschrien habe. So. Das stimmt. Da stand die ganze Bank. Nur ich bin gehofft.
So, ja, ich bin wahrscheinlich leicht gestanden und ja. So. Ich habe schon gedacht, so, wenn er drüber geschaut und habe schon gedacht, oh, jetzt bin ich dran, aber na, ist schon bei dir gelandet. Ja, aber so. Ist okay. Ich würde sagen, wir kommen mal wieder weg vom Schiedsrichter-Thema. Das hat jetzt mehr Zeit. Ja, aber, ja, nein, aber das muss auch gesagt werden, ja. Also, dass man Respekt haben muss. Und trotzdem freue ich mich wieder auf eine volle Halle quasi, wenn es dann auch mal bei einer Fehlentscheidung ein bisschen Druck gibt. Also ich finde es immer lustig. Ja, also, wenn die alle dann mal so richtig Party macht quasi, gehört dazu. Ja. So, nochmal, der Uwe Hettenbach fragt, kann Göpping bei uns ein Spiel machen zu unserem Jubiläum in SHA, steht SHH für Schwäbisch Hall, weil das hat er davor, glaube ich, schon mal geschrieben. Weiß ich nicht. Schreibt doch mal eine Mail an unsere Geschäftsstelle. Das wäre meine Empfehlung. Kann man direkt an Alexander Kolb schreiben. Oder das findet man auf unserer Homepage. Genau. Aber das, wenn es in den Rahmen passt und das von der Geschäftsstelle erlaubt, würde ich natürlich sehr gerne, Uwe, dich mal wieder sehen. Und den einen oder anderen aushalten. Wenn er vorher zu der Stätte gesagt hat. Nein, es war ein anderer. War ein anderer. Es war gar nicht der Uwe. Nee. Hab ich so unaufmerksam. Siehst du wie bei der Statistik. Ja. Weißt du, warum ist? Weißt du, und der Klimaanlage. Und Aki. Da oben, ja, und Aki. Ja. Und Grescher. Keiner hilft uns. Was sind eure Aufgaben am Spieltag? Wir haben es schon mal, glaube ich, ein bisschen angeschnitten, aber nehmt uns mal durch die Routine am Spieltag mit. Boah, Spielzeug. Ich würde sagen, darf ich anfangen? Ja, klar. Soll ich anfangen? Ist egal, ich fange jetzt einfach an. Also, normaler Spieltag ist wahrscheinlich Vormittag noch mit dem einen oder anderen Reha-Training machen. Dann gefühlt 20 Telefonate mit irgendwelchen Leuten führen und irgendwas organisieren. Und dann bin ich in der Regel mehr als 3 Stunden vor dem Spiel in der Halle, richte die Sachen her mit Heiko, trinke Kaffee mit Heiko. Schau zu, wie er raucht. Schau nochmal zu, wie er raucht. Das stimmt nicht. Dann. Das stimmt. Sein ich rauche zwar zweimal, sein, aber der guckt nicht zu. Sein Ritual. Nee, und dann ganz normal tapen, Plätze herrichten, Sachen organisieren, sich um irgendwelche Kleinigkeiten kümmern, wenn irgendwas anfällt. Das war's. Mein Ding ist quasi, also klar, wir machen da viel zusammen, da kommen wir so das mit der Hand. Ich gebe auch die Trikots noch raus, bereite den Videoraum vor für die obligatorische Videosession, bereite auch den Raum für die Schiedsrichter vor, dass die dann auch alles da haben. Und gucke, dass auch genügend Getränke fürs Spiel da sind. Und diese Sachen, also überall, wo es fehlt, da legen wir Hand an und das gilt natürlich für uns beide. Ja. Und da arbeiten wir, glaube ich, gut im Team zusammen. Letztendlich ist es ja egal, wer was macht, es muss alles passen einfach. Ja? Und zwar um 16 Uhr, wenn der Anpfiff kommt, dann muss alles passen einfach. Ja? Und das kriegen wir eigentlich ganz gut hin, würde ich sagen. Hat er nie was gewählt. Das wäre schon. Ja. Der Dachi schaut auch zu. Er sendet zwar keine Grußbotschaft, aber einfach zwei Clown-Smileys. Zwei Clown-Smileys. Das dürft ihr Thank interpretieren, you. Wie ihr wollt. Ja, ja. Grüße nach Island. Thank you very much. Vielen Dank, Dachi. Der König von Island. Der König von Island. The King. The King. King of Iceland. Yes. Komm du nur zurück. So, was habe ich denn hier noch auf dem Zettel? Ich mache deinen Kollegen. Was war denn die beste Busfahrt oder die beste Auswärtsreise im Allgemeinen, die ihr bisher mitgemacht habt? Die beste Auswärtsreise? Ich fange mal an quasi, ich gehe ein bisschen weiter zurück einfach, logischerweise. Die geilste Rückfahrt ever war natürlich die von Nantes. Jetzt bin ich ja wieder bei dem Europapokal-Thema. Ja, weil nach Nantes wir fahren mit so einem Doppeldecker-Schlafbus. Also der Bus hat nur 24 Plätze oder so, weiß nicht mehr ganz genau. Wir waren 22 Leute, ja, oben waren lauter Schlafplätze und unten ein paar Sitzplätze, konnten aber auch glaube nach hinten klappen, die Sitze ganz genau. Mit Playstation, was weiß ich, der Bus war angemietet, so aus Kummersbach. Das ist der Tourbus vom André Rieu. Ohne Scheiß, das war genau der Bus. Und ihr könnt euch vorstellen, als wir haben da den Pott geholt in Nantes, ihr könnt euch vorstellen, was auf dieser Rückfahrt los war. Also wurde
ziemlich viel Wasser getrunken, auch logischerweise. Ja, auch warm. War auch warm, ganz genau. Und die Busfahrt Nord ist nicht gerade um die Ecke. Ja? Die ging dann so 13 Stunden oder so. Und dann kamen wir mittags um 14 Uhr hier an. Und da stehen 400 Fans. Und die Jungs haben nicht mehr so gut ausgesehen. Ja, logischerweise nach dieser harten Nacht. Aber das war natürlich überragend. Da haben wir uns natürlich super gefreut. Und unsere Fans, die hatten da auch ein, zwei, drei Kästen Bier dabei zur Begrüßung. Und, aber das lief dann nicht mehr ganz so gut bei den Jungs, muss ich sagen. Aber ja, so mit Hängen und Würgen. Aber das war für mich eine der geilsten, sage ich jetzt mal, Rückfahrten. Klar, Europapokal im Gepäck. Waren wir 2011, sind wir auch mit dem Bus zurückgefahren von Elsenfeld, wo wir in Großwaldstadt damals gekommen haben. Das ist schon für mich quasi so das Highlight gewesen. Und du? Ich habe kein Highlight. Seit Busfahren ist jetzt auch nicht so spannend. Sitzt halt da, wie man anders fährt. So. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber ich fand die Wichtelfahrt fand ich sehr schön. Ja, die war lustig. Wichtelfahrt war gut. Ja. Also das Weihnachtswichteln haben wir verschoben auf vor kurzem. Ja. Ja, weil es fiel ja quasi ins Corona, ins Wasser quasi, ja, mit dem Wichteln, ja, haben wir aber nachgeholt. Nachgewichtelt. Ja, war lustig. Ja. So, zwei, drei Fragen gibt's noch, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Jetzt sind wir auch schon fast bei einer Stunde. Fabi Schende sagt, Grüße an Sebastian vom nervigen Praktikanten. Der ist nicht Fabian, der ist doch Flo. Liebe Grüße an Flo. Grüße an Flo, liebe Grüße zurück. Vom nervigen Praktikanten? Ja. Yeah. Der war nicht nervig. Fabian, du bist nicht nervig. Fabian, du bist nicht nervig, du hast einfach nur... Er sagt selber, dass ich jetzt nervig. Mehr, aber vielleicht... Du hast ihn vielleicht... Ich hatte schon mehr Praktikanten. Aber ich finde, A, hast du gut durchgehalten, weil der letzte Praktikant hat nach drei Tagen die Kretsche gemacht. Kretsche gemacht? Nee. Der Kretsche des Monats kriegen von dir. Kretsche des Monats, ja. Ja, ganz genau. Kretsche. Vor allem, du hast einfach nur zur unpassenden Zeit merkwürdige Fragen gestellt. Aber ich bin dir nicht böse drüber. So, alles gut. Stell weiter solche Fragen. Völlig okay. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Flo. Ja. Da war was. Ja. Da war was. Nochmal der Michael. Wie bringen die Jungs euch am schnellsten auf die Palme? Sehr gute Frage, wie ich finde. Boah, das ist Superstar-Animen. Superstar-Animen sind nicht, für mich nicht erträglich. Da fällt mir gar niemand ein bei uns. Ja, ja, wir haben schon den einen oder anderen, der mal einen Superstar-Anfall hat. So, sage ich jetzt aber nicht, wer es ist. Aber Superstar. Ein Tag vor Saisonende kannst du alles sagen. Nein. Du hast nichts mehr zu befürchten. Nein. Aus. Superstar-Anfall. Er guckt zu. Nein. Doch, er guckt zu. Mach ich nicht. Er guckt zu. Jetzt wird es ein bisschen eingegrenzt gerade. Mach ich nicht. Okay, Heiko? Kann ich die Aussage verweigern? Mir fällt da gar nichts so richtig ein, wenn ich ganz ehrlich bin quasi jetzt. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, in welche Richtung auch das gehen könnte, quasi, aber eigentlich sind sie alle irgendwie crazy. Die bringen mich alle auf die Palme. Also, sie bringen mich auf die Palme, wenn wir verlieren. So. Da bringen mich alle auf die Palme. Und da auch sehr schnell. Und, aber ganz schnell. Und das braucht dann auch ein Weilchen, bis ich da wieder unten bin. Ja, da kann es dann schon mal sein, dass ich den Teller mit dem Essen dahin knall. Sag ich. So. Nein, Spaß, aber verlieren tue ich nicht gern, das gebe ich zu. Aber das ist also auch keine schlechte Eigenschaft. Also da bin ich ein bisschen stinkig, wenn wir verlieren, aber das ist halt nochmal so. Ich meine, das geht ihm ja ganz genauso. Wenn wir verlieren, sind wir ganz schön stinkig, oder? Das kann man schon sagen, oder? Ja. Weil es kotzt mir auf, schäbisch gesagt an, quasi, ja. Und das macht natürlich hier keiner mit Absicht, aber wir wollen natürlich alles gewinnen, das wollen die Jungs auch. Und es klappt halt immer, das weiß ich auch. Aber es kotzt mir halt an. Und das kotzt die Jungs übrigens auch an. Ja, also wenn wir da jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen kurz nach einer Niederlage im Bus, weil die Frage kommt dann auch immer wieder zu mir quasi, wie sieht es denn aus im Mannschaftsbus nach einer Niederlage, ja, auf der Rückfahrt von
was weiß ich, Berlin oder so. Ja, Lemgo, 6-7 Stunden. Also, da kann man schon sagen, das ist ganz schön ruhig erstmal. Ja, da ist es ganz schön ruhig. Die Jungs, die sitzen da hinten, die sind geknickt, die hängen den Kopf runter. Es ist nicht so, dass denen das scheißegal ist. Ja? Also, da kannst du mal davon ausgehen, die ersten zwei Stunden ist dann mal mucksmäuschenstill, so in der Richtung. Ja, und dann wird so langsam analysiert untereinander, was ist denn schiefgelaufen, was muss man besser machen und so. Und das muss man vielleicht auch mal sagen, weil die Frage wird mir oft gestellt, was da so los ist im Mannschaftsfuß. Also es ist dann wirklich auch kein Spaß. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man natürlich gewinnt, ja, dann kann man natürlich auch mal sagen, und das kann man aber auch sagen, dann ist halt auch mal Feuer frei. Ja? Dann gibt es halt auch mal ein Bierchen, ist ja wohl auch nicht schlimm. Ja? Und so ist das. Gehört auch zum Handball dazu. Genau. Muss ich auch sagen, da ist auch vieles wirklich von der Kreisliga bis in die Bundesliga ist da gleich. Handballer sind Handballer. Ganz genau. Zumindest was die Mentalität angeht, glaube ich. Ganz genau. So, erstmal hier ein Lob. Ich als Nicht-Handball-Fan muss sagen, geiles Interview, da geht einiges. Gruß Fersche aus SHA. Ist wahrscheinlich auch. Fersche, liebe Grüße zurück. Kennst du? Ja, kenn ich. Schön, ja. Direkt noch was an den Heiko. Sasako 92. Hi Heiko, kannst du den Profis auch eine Melonendiät empfehlen? Ja, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Okay. Könnte ich denen empfehlen, das könnte ich aber auch dir empfehlen. Aber ich glaube, das bringt unseren Profis nichts, wenn ich denen eine Melonendiät empfehlen würde. Die mache ich übrigens. Daher kommt es. Also ich esse relativ viel Melone, wenn ich meine, ich habe da aus T-Shirt spannend, sagen wir es mal so. Ja, deswegen nehme ich ja nur größer auch, das ist nicht spannend. Dann esse ich ziemlich viel Melone und dem Kameraden habe ich das auch schon angeboten da, aber der hört nicht auf mich. So. Ich habe mir eine letzte Frage notiert und dann natürlich die alles entscheidende Frage, die der Baumann, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gestellt hat. Schwitzt du? Mir ist warm. Ja, ich habe dir gesagt, sollst du die Klimaanlage einschalten, aber hier? Ja. Oh. Ja. Deswegen, komplett. Eine Frage an Basti. Zwei unserer Neuzugänge sind ja schon da. Ich weiß nicht, ob du da schon drüber sprechen kannst, wie der Zustand bei denen ist. Beide haben sich ja verletzt im Laufe der Saison. Ja, aktuell ist nur einer da. Mhm. Aktuell ist nur, wir haben immer einen Josip eigentlich jedes Jahr. und Josip ist gerade schon da und ist für den Stand jetzt aktuell voll im Plan, so zu seiner Reha. Läuft alles. Also nur sagen, er kuriert mit dem Kreuzbandriss aus. Das läuft. Ja, das muss man nicht sagen. Aber der macht es gut. Und wir sind da voll im Plan, Stand jetzt. Der andere Neuzugang ist gerade in Dänemark. Wieder jung. Ist aber auch mit Plänen versorgt und kommt nächste Woche schon wieder. Ist der Urlaub vorbei? Mein Freund. Geht's weiter. Hat wieder geschafft. Sehr gut. So, nochmal Lob, richtig klasse und sehr informativ. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, natürlich die letzte Frage für heute. Nominieren müssen wir niemanden. Ich würde sagen, das machen wir dann. Die letzte Geschichte für heute. Die letzte Geschichte. Noch eine Geschichte habe ich. Eine Geschichte. Es kommt nichts mehr, aber. Okay. Ja, wir wollen natürlich wissen, wie geht das Spiel morgen aus? Was ist euer Tipp für das Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen? Wir gewinnen das Ding, wir schauen ein Ergebnis, oder? Sehr gerne. Kann ich dir ganz präzise sagen, 23-27. Zack. Sag ich einfach mal. Das ist gut. Das ist gut. Boah. Das war präzise. Keine Sieg mit zwei Toren, keine Verletzten, geile Heimfahrt. Rentschler. So. Luigi. Morgen. Geile Heimfahrt. Also. Teile sein Essen. Teile sein Essen. Teile sein Essen. Teile sein Essen. Teile kann leider nicht dabei sein. Ja. Aber sein Essen ist dabei. Danke, Teile. Sehr gut, Teile. Schnitt. Jo, 22 Uhr, wir haben erfolgreich eine Stunde rumgebracht. So lange ging es noch nie. Ja. Aber wir waren auch zu zweit. Normal geht es eine halbe Stunde. Ja. Also passt ja wieder. Perfekt. Ja. Haben wir ungefähr die gleiche Rede?
Zeit, Regel, Dauer? Ja, also du bist manchmal ein bisschen ausschweifender unterwegs, würde ich sagen. Aber genau, jetzt schon 40 Jahre dabei. Siehst du? Ich habe mehr Geschichten. Ja, aber das schreibt es ja eh auf. Von daher können wir noch ein bisschen machen, so stundentechnisch. Ja. Oder erzählen wir auch schon wieder 3 Überstunden und eine Stunde live. Ah, ja, super Fragen. Top, dann bedanke ich mich zum einen mal natürlich bei euch beiden für eure Zeit. Sehr gerne. Bedanke mich bei allen, die bis jetzt dabei waren. Das waren erstaunlich viele, würde ich sagen, die durchgehalten haben, dass ihr so interessiert war und Fragen gestellt habt. Und natürlich auch danke für die Unterstützung in der ganzen Saison. Echt cool. Und dann würde ich sagen, drückt uns morgen die Daumen und wir sehen uns beim Stahlbornägele Live Q&A erst wieder in der nächsten Saison, aber dann wieder mit einem Spieler wahrscheinlich. Können wir nicht, warum dürfen wir nicht jemanden nominieren jetzt? Gleich für das erste Auswärtsspiel nächstes Jahr. Ja, ich will auch nominieren. Dann müssen wir uns das mal abhalten. Ja, wenn ihr euch einigen könnt, dann könnt ihr auch nominieren. Wir machen das und Tim muss die Fragen beantworten. Nein, wir setzen einen Spieler dahinter und Tim muss die Fragen beantworten. Wir drehen es um. Wir drehen das, genau, weil du bist nämlich noch nicht hier gehockt. Genau. Weil normalerweise sitze ich ja sehr oft auch da auf deinem Platz. Wir drehen es einfach mal um. Also so starten wir am besten in die nächste Runde. Du sitzt hier auf dem heißen Sofa und ein Spieler unserer Wahl, den suchen wir dann noch raus. Den suchen wir raus, überlegen wir uns noch. Den überlegen wir uns noch. Der Gemeinste vielleicht, der kann dich dann mal ein bisschen auseinandernehmen. Wie wäre denn der Vorschlag? Weiß ich nicht, ob die Fans das interessiert. Doch, aber, okay. Natürlich interessiert es die Fans. Ja, ich würde natürlich nicht Nein sagen. Wenn der Spieler die Frage stellt und quasi dich ein bisschen ausquetscht. Na gut. Du bist ja unser Social Media Mann, der sensationelle Arbeit macht. Das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Vielen Dank. Ja, also da haben wir wirklich einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht in dem Social Media Bereich. Er hat es von mir übernommen. Und deswegen haben wir den großen. Nee, das muss man auch sagen. Also ich habe das ja noch ein bisschen nebenher betreut. Und Tim macht das ja seit dieser Runde professionell, sage ich. Ja, und er ist ja auch nur für das zuständig. Und ich muss sagen, da machst du einen riesen Job. Ja, also muss man wirklich sagen, da mal dickes Lob. Also das ist dann wirklich immer wieder toll und informativ, wenn man auf Instagram oder Facebook geht, Twitter, okay, Twitter kennen wir jetzt nicht so aus, aber Facebook, Instagram kann ich mitreden, also da ist dann wirklich richtig was gebacken bei uns und richtig was los und das machst du mal überragend, ja, und da muss von meiner Seite aus mal ein dickes Lob an dich. Vielen Dank für die Blumen, weil so viel Lob kann ich ja jetzt nicht absagen. Um das geht's nämlich, auf das wollte ich hinaus und genau deshalb kannst du dann hier sitzen beim Stahlbornägele Live Q&A und so ein paar Tricks oder Dinge aus deinem Arbeitsalltag erzählen. Oder das, was der Spieler von dir wissen will. Ja, klingt gut. Machen wir das so. Wir machen das. Lass uns was einfallen. Müssen wir jetzt? Nee, wir nominieren. Wir haben es nominiert und wir suchen uns aber noch einen Spieler aus. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Gut. Ich krieg schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Nee, alles gut. Ich krieg ja mehr Angst, so schwitze, ich hab bloß was könnte da kommen? Was könnte da jetzt auf mich zukommen, quasi? Ja, aber sei beruhigt, das sind, glaube ich, noch, wann ist der erste Spieltag? 5., 6., ich glaube 8., 9. 8., 9., 9. quasi, ja. Also noch 2,5 Monate oder so. Ja, bis dahin kann ich mich vorbereiten. Sehr gut. Genau, ein bisschen mit dem Handtuch, ein bisschen tupfen und so. Maske. Ja, und wir haben übrigens so ein paar Verbesserungsvorschläge noch, also kühlere Räume, Getränke, kühlere Räume. Organisation muss man noch ein bisschen. Das stimmt, ja. Und Aki müsste eigentlich auch jetzt langsam mal, also Aki, so enttäuscht. Also Getränkewart von frisch auf Profimannschaft, die Betreuer da hier irgendwie so im Stich zu lassen, ist natürlich, kommt morgen zurück. Ja. Also, ihr vergesst halt morgen mal die Getränke einzuladen im Bus. Ups, tut mir leid. Schon wieder vergessen. Schon wieder vergessen. Das kann passieren. Wir ziehen es auch gerade richtig in die Länge. Ja, aber also er will jetzt ja zunächst in die Werbung nach Köln schalten oder so, ja. Jetzt gehen wir in die Werbung nach Köln. Ja, ich würde sagen. Dann nachher wieder nach 5 Stunden. Jetzt kommt der Werbeblock, präsentiert von Stahlbornägele. Ja, ich würde sagen, wir beenden den Stammtisch für heute. Chaos-Stammtisch. Wir sehen uns. Ciao, danke an alle. Ciao, tschüssi, ciao, Ade.